Ja, herzlich willkommen, Freunde, zurück auf dem Kassel-Trader-Kanal. Schön hier bei 8 Grad und Nebel und Nieselregen. Ja, genau die richtige Zeit und Wetter, um mal so ein richtig schön langweiliges Thema auf den Plan zu holen. Und zwar besprechen wir heute das Delta in Kombination mit der Standardabweichung. Was ist was und wozu ist das überhaupt? Und warum ist ein Delta 16 gleichzeitig 84% Gewinnwahrscheinlichkeit und diesen ganzen Kram. Ich habe da ein paar Anfragen zu bekommen, ob ich das nicht mal irgendwie verständlich erklären könnte, weil es gibt wohl diverse Videos. Ja, klar gibt es Videos, ich habe die ja früher auch geguckt, wo das irgendwie mehr oder weniger kompliziert wäre. Und wir machen das heute mal mit meiner PowerPoint-Präsentation relativ einfach. Bestellt ein Pizzataxi, holt euch was zu trinken, falls es wieder länger dauert. Aber ich denke mal, wir kriegen das schon einigermaßen hin. Ein paar Versprecher sind auch dabei, kann ja auch versprechen. Und ich mache das Video jetzt hier im Anschluss erst. Und ihr seht es dann halt in 5 Sekunden automatisch. Ja, und dann wird es schon lustig. Aber ich denke mal, danach können wir es alle. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt kommt kurz der Disclaimer und dann geht es auch schon los. Ja, bis gleich. Da sind wir, jetzt geht's los. Also das Delta und die Standardabweichung. Made easy. Ja, da bin ich mal gespannt, wie easy das wird. Habe ich was zu trinken? Habe ich. Also, fangen wir an. So, next slide, please. Also, was ist das Delta? Eine Option, genau, das sind heute unsere Fragen. Was ist die Standardnormalverteilung und wieso hat beispielsweise Delta 16 überhaupt eine 84er? Prozentige, Gott, jetzt geht schon los, Gewinnwahrscheinlichkeit. Das klären wir jetzt und ja, fangen wir mal an. Also Delta, das ist dieses hübsche Dreieck, ist aufgeteilt in Preisableitung, Richtungsgeber und Wahrscheinlichkeit. Also kann alles drei sein. Vom Grundsatz her bewegt sich das Delta immer zwischen 1 und minus 1. Call-Optionen haben ein positives Delta von 0 bis plus 1 und Put-Optionen haben immer ein negatives Delta von 0 bis minus 1. Ganz wichtig, deswegen ist es auch fett gemarkert, also immer von 1 bis minus 1. Die Preisableitung bedeutet, Delta gibt euch direkt in Geld an, um wie viel sich der Optionspreis verändert, wenn sich der Preis des Underlyings um 1 US-Dollar oder Euro oder Pfund oder Franken nach oben oder unten verändert. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon x-fach gehört, aber wir müssen es ja trotzdem nochmal besprechen. Also haben wir jetzt eine Aktie A, die bei 100 Dollar notiert. Dann kaufen wir uns meinetwegen eine Call-Option auf diese 100 Dollar Aktie. Die kostet 1 Dollar. Das Delta ist 0,20 oder wir würden jetzt sagen 20er Delta. Ja, was passiert jetzt? Wenn die Aktie auf 101, von 100 auf 101 steigt, ändert sich der Optionspreis um 20 Cent. Das heißt, der steigt auf 1 Euro oder 1 Dollar 20. Fällt die Aktie von 100 um 1 Dollar auf 99, dann fällt der Optionspreis von 1 Dollar auf 80 Cent. Ganz einfach, habt ihr verstanden, ne? Super, machen wir direkt weiter. Das zweite ist der Richtungsgeber. Da habe ich am Anfang, muss ich zugeben, auch meine Probleme gehabt, so die ersten, weiß ich nicht mehr, Wochen oder. Auf jeden Fall war das erstmal ein bisschen tricky für mich und deswegen habe ich das mal hier reingenommen. Also Delta ist immer Richtungsgeber. Wenn eine Position Delta positiv ist, profitiert sie vom Preisanstieg des Underlyings. Wir sind dann Delta Long oder Long Delta. Wenn das Delta der Position negativ ist, möchten wir, dass der Preis sinkt. Wir sind dann also Short Delta. So, das klären wir jetzt mal gleich hier unten auf. Also merke, Delta gibt uns immer die gewünschte Richtung unseres Optionstrades an. Also da, wo wir hinwollen. Zum Beispiel kaufen wir uns jetzt einen Call auf irgendeine Aktie, dann ist es Delta positiv, weil wir wollen, dass die Aktie steigt oder der Preis der Aktie vielmehr, ne? Und jetzt müssen wir die Vorzeichen beachten. Wir haben ja Delta bei Calls. Ist das Delta ja immer positiv, also plus, und bei Puts ist es Delta immer negativ, also minus. Jetzt kaufen wir, dann haben wir, habe ich meinen Stift, dann haben wir ja, kaufen ist plus und wir kaufen ein positives Delta,
Plus mal Plus ist Plus. Das ist wie eine Schule mit Vorzeichenrechnung. Ne? So müssen wir uns das vorstellen. Verkaufen wir den Call? Verkaufen ist negativ, also Minus. Kaufen ist immer Plus, verkaufen ist immer Minus. Also Minus, wir verkaufen positives Delta, weil es ja ein Call ist, also wir shorten den Call. Dann ist Minus mal Plus gleich Minus. Wir wollen, dass der Preis fällt. Ja, wollen wir ja auch beim Call. Ne? Wenn er steigt, sind wir ja im Geld, dann verlieren wir ja mit der Option. So, jetzt machen wir das Ganze andersrum. Long Put. Wir kaufen einen Put. Wir wollen es nach unten absichern. Haben Angst vor was auch immer. Crash oder so. Ne? Wir kaufen, ist wieder Plus, weil kaufen immer Plus ist. Und wir haben ein negatives Delta, weil wir einen Put haben. Weil Puts immer negatives Delta haben. Also haben wir Plus mal Minus ist Minus. Wir wollen, dass der Preis fällt. Wir kaufen den Put und wir wollen ja, dass es nach unten geht, damit wir dann damit Geld verdienen können und uns quasi hedgen können. So, jetzt haben wir noch den Short Put. Short ist Minus. Also, wir haben jetzt theatralisch gesagt, ne? Also, Short ist immer Minus. Put hat immer ein negatives Delta. Also, wir verkaufen Minus mal den Put, der auch wieder Minus hat, weil es ein negatives Delta hat, Minus mal Minus ist Plus. Das ist eigentlich original wie in der Schule. Und beim Short Put wollen wir ja, dass der Preis steigt. Plus, Minus mal Minus ist Plus. Wir wollen, dass er steigt, weil wenn er nach unten geht, dann kriegen wir die Aktie angedient oder beim Index werden wir Cash gesettelt im Minus oder müssen halt rollen, ne? Oder halt. Joa. Ich denke mal, das habt ihr verstanden. Ne? Also das ist ganz wichtig, das ist der wichtigste Kasten hier. Nicht der wichtigste Kasten, aber im Bereich Delta. Da könnt ihr es euch immer merken, wenn ihr einen Put verkauft, dann wisst ihr, okay, ich will, dass der Kurs steigt. Also kann ich eigentlich jetzt in dem Moment nur Delta positiv sein. Ich verkaufe meinen Put, der Put hat negatives Delta. Ich verkaufe Minus, negatives Delta durch den Put, Minus mal Minus ist Plus. Ich will, dass der Preis steigt. Das Ding hier habe ich mir übrigens selber gebaut. Das sieht man ja. Das hatte ich aber damals mir auch auf den Zettel geschrieben und habe es mir, glaube ich, in doppelt DIN A4 an die Wand gepinnt, damit ich das endlich kapiert habe. Und irgendwann war es dann halt drin und auf einmal dachte ich, boah, ist ja gar nicht so kompliziert. Aber gut, der eine versteht schneller. Ich war da in dem Bereich ein bisschen langsamer. Und ja, ist ja kein Problem. So, je weiter eine Option in the money ist, desto höher ist das Delta und je weiter sie out of the money ist, desto niedriger ist das Delta. Ja, und am Geld beträgt das Delta immer 0,5 oder minus 0,5, immer so in der Mitte hält sich dann so die Waage, ob es ein Put oder halt ein Call ist. Und gehe ich halt weiter ins Geld rein. Meinetwegen beim Call, ich steige weiter nach oben, dann habe ich der Delta 0,5 am Geld. Und je weiter ich hochgehe, kommt 0,6, 0,65, 0,7, 0,8, 0,9. Und irgendwann bin ich so weit im Geld, dass sich die Option genauso verhält wie die Aktie eigentlich selber. Ne? Bei jeder Bewegung um 1 Dollar, also es gibt, glaube ich, nie ganz minus 1 und 1, aber so gut wie 0,9999 irgendwie was. Also quasi doch 1 wieder. Und irgendwann bewegt sich die Aktie halt, wenn die 1 Dollar steigt, bei dem Call jetzt genauso, der Optionspreis bewegt sich genauso wie die Aktie dann selber. Ne? Ja, das war es eigentlich erstmal zu der Folie. Und dann springen wir mal direkt weiter. Also wenn ihr das nicht kapiert habt, machen wir noch ein Video. Nein, guckt es euch einfach nochmal an und dann habt ihr es auch schon. So, und jetzt haben wir den dritten Punkt, die Wahrscheinlichkeit. Das haben wir durch. Preisableitung, Preis steigt um 1 Dollar, Optionspreis verändert sich um den Wert des Deltas, weil Delta in Geld quasi dann die Preisänderung euch da anzeigt im Optionspreis. Jetzt haben wir noch die Wahrscheinlichkeit. Also das Delta gibt die ungefähren Wahrscheinlichkeiten in Prozent an, ob sich eine Option am Verfallstag am Geld, at the money, im Geld, ITM oder aus dem Geld, OTM, also out of the money befindet. Dann hier ein kleines Beispiel. Ein klassischer Short Put Stillhalter Trade auf eine Aktie mit Delta minus 0,16. Short Put hat negatives Delta. Wir sagen natürlich immer, ja, ich habe einen Put mit einem 16er Delta gehandelt
oder mit 0,16er Delta gehandelt. Aber ich glaube, umgangssprachlich ist immer 16er dann oder 18er, 20er, 30er oder. Also ein klassischer Short-Put-Stillhalter-Trade auf eine Aktie mit Delta minus 0,16 hat eine erwartete Wahrscheinlichkeit von 16% bei Ablauf im Geld zu sein. Nichts anderes. Oder andersrum ausgedrückt, eine statistische Wahrscheinlichkeit von 84%, dass sie halt nicht im Geld ist und demnach wertlos verfällt. Umgangssprachlich sagen wir auch, ja, 16er Delta, ne, was ich hier oben schon eben gesagt hatte. Ich denke mal, bis hierhin haben es die meisten wissen es ja, aber die, die es halt noch nicht wussten, wissen es vielleicht dann hoffentlich jetzt. Ansonsten nochmal zurückspulen und nochmal bitte angucken. Und ja, können wir mal direkt weiter zur nächsten Folie gehen. Jetzt sprechen wir nochmal kurz die Delta-Neutralität an. Das ist eigentlich, ja, ob wir das jetzt unbedingt immer so brauchen, ist mein schön, wenn man es Delta-neutral hat. Ein Strangle ist Delta-neutral, ein Straddle ist Delta-neutral. Man kann ein Aktienportfolio Delta-neutral machen für 5 Sekunden, wenn es hochkommt. Aber wie auch immer, wir sprechen das halt mal kurz an hier. Also ein Aktienportfolio ist in der Regel ja immer direktional long. Ihr habt da, keine Ahnung, 20 Aktien, 50 Stück, 100 Stück, 300 Stück von XY-Aktien. Und damit seid ihr ja automatisch direktional long eingestellt. Da ist ja nichts mit Short dabei. So, eine Aktie entspricht immer einem Delta von 1. Das war jetzt auch der Grund, warum ich gesagt hatte, wenn ihr weit im Geld seid mit einem Call beispielsweise, dann geht der bis nahe an 1 ran, sodass ich, wenn das Underlying, also wenn die Aktie um 1 Dollar steigt, der Wert der Option quasi genauso mitläuft wie die Aktie selber. Und eine Aktie ist halt immer ein Long, ein Delta, also eine einzige Aktie hat ein Delta von 1. Und dadurch, dass ja eine Option immer 100 Aktien als Multiplikator, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, dadurch, dass die Option aus 100 Aktien besteht, seid ihr automatisch 100 Aktien, Delta 100 Long, wenn ihr die Aktie an, wenn ihr das, wenn ihr den Trade angedient bekommt. Also ein Short Put auf Aktie XY bekommt ihr jetzt angedient, weil ihr im Geld geendet seid am Verfallsdatum, dann seid ihr automatisch Delta 100 Long, weil ihr ja 100 Aktien Long habt und eine Aktie hat immer ein Delta von 1, also eine physische Aktie hat immer ein Delta von 1 und logischerweise haben dann 100 Aktien eine Delta 100. Also seid ihr Delta 100 Long, so spricht man das dann halt aus. Um nun ein Portfolio Delta neutral zu machen, brauche ich natürlich logischerweise ein negatives Delta. Haben wir wieder unsere Vorzeichenrechnung, ne? In der Praxis ist es so, dass Delta-Neutralität eigentlich eine Portfoliostrategie der großen Hedgefonds ist, bei der viele, viele Positionen mit positiven und negativen Deltas verwendet werden, welche gegeneinander aufgerechnet werden. Plus und Minus ergibt im besten Fall 0. Das Ergebnis ist bestenfalls ja, kurzfristig 0. Ah, fehlt ein D. Aufgrund der anderen Griechen ist diese Delta-Neutralität allerdings eher reales Wunschdenken. Dadurch, dass ihr ja noch, ihr habt noch Gamma, ihr habt Vega. Das Vega ist eigentlich sowieso noch fast schon viel wichtiger als alles andere, weil das entscheidet über Leben oder Sterben am Ende, wenn das richtig loslegt. Also dadurch, dass Theta, Delta, Gamma, keine Ahnung, was wir noch alles haben, so Mini-Griechen, die wir offiziell hier nirgendwo bei uns mit drin haben in unserem Handel. Arbeitet ja immer irgendwas von links nach rechts, deswegen ist diese Delta-Neutralität eigentlich, die ist da und ist sofort schon wieder weg. Da seid ihr schon wieder irgendwie Delta 483 Short Long bei den Großen jetzt, ne? Wir natürlich nicht. Also ja, ist Wunschdenken. Aber wir müssen es halt mal wissen, was Delta-Neutralität ist und wir sollen ja auch so gut wie es geht immer unser Depot Delta-neutral halten. Also am besten ladet ihr 10.000 Euro auf dem Konto, handelt nur noch Strangles, nur noch Straddles oder ja, weiß ich nicht, eine At-the-Money Call, dann noch ein At-the-Money Put auf eine andere Aktie und so weiter, dass ihr immer möglichst an der Null dran seid. Ja, in der Regel sind wir Stillhalter ja mehr Delta positiv und wollen von dem Theta profitieren. Und das geht dann halt fast immer nur, wenn wir halt möglichst viel verkaufen und Delta positiv halt sind.
über Shortputs. Es gibt natürlich auch Strategien, da kann ich einen Debit bezahlen bei Butterflies und bin trotzdem noch Theta-positiv. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ja, jetzt habe ich mich schon wieder verquatscht. Also wir haben jetzt wir wollen jetzt Delta-neutral sein. Wie können wir das denn jetzt machen? Wir haben jetzt hier oben, sind jetzt hier 100 Delta long. Jetzt können wir natürlich im Gegenzug 100, die 100 Aktien shorten. Ja, was passiert natürlich? Wir sind natürlich auf 0, weil 100 Delta plus oder Delta 100 long und Delta 100 short, weil wenn ich die Aktien 100 Stück verkaufe, bin ich, was ich vorher 100 Delta long war, bin ich natürlich jetzt 100 Delta short. Dann sind 100 plus und 100 minus, ach so, haben wir, hier steht es ja auch, ist natürlich dann 0. In dem Fall hätte ich natürlich auch keine Position mehr, weil ja, 100 Aktien plus und dann 100er Short dagegen ist ja quasi, ist das Depot leer. Oder wir gehen über Optionen und könnten jetzt gegen unsere 100 Long Aktien zwei Kontrakte at the money Short Calls handeln. At the money hat ja ein Delta von 50 und ein Short Call hat ja, also Short minus. Call hat wieder positives Delta, Minus mal Plus gibt wieder Minus, also hat ein Short Call einen At the Money, ein Delta von minus 50. Ich muss natürlich 2 handeln, damit ich auf 100 komme. Somit habe ich in diesem Moment, wo ich den Trade hier aufsetze, 2 At the Money Short Calls auf Aktie XY, meinetwegen die hier, bin ich sofort wieder auf 0. Ende Delta-Einleitung. Puh, ja, ich brauche schon mal gleich was zu trinken. Ich drücke mal eine Sekunde auf Stopp. Und dann geht es schon direkt weiter. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Es ist echt gar nicht so einfach zu erklären, so dass es dann auch jeder kapiert. Ich habe es mir schon selber so einfach wie möglich hier geschrieben. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal direkt weiter. Ich springe schon mal rüber. Trinken kann ich ja immer noch. Nee, ich trinke jetzt, weil jetzt kommt die Standard-Normalverteilung und die ist ja sowas von extrem wichtig, damit wir am Ende dann alles zusammen haben und wir dann wissen, warum. Ja. Warum Delta 16 gleichbedeutend ist mit 16% Verlust oder 84% Gewinn. Eine Sekunde, bin gleich wieder da. So, und los geht's. Getrunken habe ich auch. Können wir wieder weiterreden. Also, was ist die Standard-Normalverteilung und Volatilität? Habe ich gleich noch in Klammer gepackt. Die Standardabweichung beschreibt die durchschnittliche Abweichung von gemessenen Werten einer Untersuchungsreihe, in Klammern Äpfel, Männergrößen, Aktienkurse, könnt ihr nehmen, was ihr wollt, Frauengrößen, Gewichte von allen möglichen Dingen, durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert. Diese Messwerte werden in einer Gaußschen Glocke erfasst, also ne, Schule, ich weiß gar nicht, in welcher Klasse wir das damals da hatten. Ich konnte das, glaube ich, gar nicht. Aber da hatten wir das das letzte Mal. Also die Messwerte werden in der Gaußschen Glocke erfasst. Die Abweichungen betragen 68,2, 95,4, 99,7. Das sind die Standardabweichungen. Kommen wir gleich zu. Erste, zweite und dritte Standardabweichung. Ja, englische Abkürzung Standard Deviation. Jo. Na, also hier ganz wichtig, die Standardabweichung beschreibt die durchschnittliche Abweichung von gemessenen Werten einer Untersuchungsreihe vom Mittelwert. Nicht mehr und nicht weniger. So, jetzt habe ich euch mal hier mein Apfelbeispiel gemacht. Rein hypothetisch. Ich hab nämlich keine Ahnung von Apfelgewichten, was die in Wirklichkeit durchschnittlich wiegen. Also wir haben einen riesengroßen Apfelbaum gepflanzt im Garten mit tausenden von Äpfeln dran. Und jetzt haben wir Oktober. Ich glaube, die können wir jetzt auch pflücken. Und nach dem Pflücken schmeißen wir alle Aktien, alle Äpfel auf einen Haufen und ermitteln das durchschnittliche Gewicht. Das beträgt jetzt hier in dem Fall mal 200 Gramm. Also wir teilen alle Äpfel durch das Gesamtgewicht von allen Äpfeln. Dann haben wir ja das mittlere Gewicht. Das ist auch übrigens dann unser Mittelwert. Steht hier. Nachdem man jeden einzelnen Apfel zuvor gewogen hat, stellt man fest, dass die Standardabweichung beim Gewicht 10 Gramm beträgt. Die 10 Gramm sind hypothetisch, ne? Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Es können auch 12 Gramm 50 sein oder was auch immer. Wir gehen jetzt mal von 10 Gramm aus. Somit befinden sich also bei einer enormen Anzahl von Messungen bzw. dem Wiegen, Pünktchen, Pünktchen. Hier geht es dann weiter. 68,2% aller Äpfel
im Gewichtsbereich von 190 bis 210 Gramm, weil unsere Standardabweichung 10 Gramm, Mitte, also mittleres Gewicht 200 Gramm. Ich habe es auch nochmal hier hingeschrieben, das ist die gordische Glocke. 10 Gramm nach unten, 10 Gramm nach oben, ne? Macht 190 oder 210. 95,4% aller Äpfel befinden sich dann natürlich bei der zweiten Standardabweichung. 2 mal 10 sind 20, befinden sich dann bei 180 oder 220. Das ist dann, also das ist die erste Standardabweichung, das ist die zweite Standardabweichung. Hier befinden sich dann also schon 95,4% aller Äpfel. Und dann haben wir noch hier die dritte Standardabweichung, das ist dann 3 mal 10 Gramm, das abgetragen von den 200 Gramm Durchschnittsgewicht oder mittlerem Gewicht, macht dann 170 bis 230 Gramm. Eigentlich ganz einfach, würde ich sagen. So, next slide. Jetzt übertragen wir unsere Äpfel mal auf den Aktienmarkt. Mussten wir mal selber irgendwelche Hilfsmittel hier reinbauen, damit ich überhaupt noch weiß, was als nächstes kommt. So, wir nehmen an, Aktie XY schwankt innerhalb eines Jahres um 20%. Das ist automatisch dann übrigens auch die historische Volatilität, die ja immer auf ein Jahr berechnet ist aus der Vergangenheit. Der Kurs liegt aktuell bei 100 Dollar. Somit sieht unsere Standardabweichung wie folgt aus. Das übertragen wir jetzt einfach 1 zu 1 von Äpfeln. Da könnten wir jetzt auch alles Mögliche nehmen, Autoreifen oder was auch immer. Die erste Standardabweichung, wieder 68,2 Gramm. Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in einem Jahr zwischen 80 und 120 Dollar pro Jahr schließt. Wir haben 100 Dollar Aktie, die historische Volatilität, also der Mittelwert, liegt bei 20%. Somit liegt die Abweichung in der ersten Standardabweichung automatisch zwischen 80 und 120. Bei der zweiten dasselbe. Zweite Standardabweichung, 2 mal 20 sind 40. Also liegen wir von 100 ausgehend Mittelwert, 40 nach unten sind 60, 40 nach oben sind 140. Und dann jetzt bei der dritten haben wir dann 60, 3 mal, also 3 mal 20%, 60, 100 minus 60 sind 40 und plus 60 sind 160. Ich denke mal, das habt ihr auch verstanden. Ja, also eigentlich auch wieder ganz einfach. Jetzt starten wir einen Short Put Trade auf unsere 100 Dollar Aktie, auf unsere 100 US-Dollar XY-Aktie. So, hier habe ich das nochmal von eben übertragen, einfach, das ist nochmal gerade dasselbe, ne? Damit wir nochmal die Werte sehen. Also, wir sind jetzt Stillhalter und wir sagen, Kurse passen, alles passt, wir verkaufen jetzt einen 80er Put an der ersten Standardabweichung, also 20%. Ja, die stecken ja hier oben drin, hatten wir ja eben auf der anderen Seite, auf der anderen Folie. Also 20% aus dem Geld und haben somit eine rein statistische Gewinnwahrscheinlichkeit, dass unser Trade wertlos verfällt, von 84%. Jetzt weiß natürlich kein Mensch, wo diese 84% herkommen. Oder die, die es schon natürlich alles können, die wissen es natürlich. Die, die es noch nicht wissen, werden es gleich wissen. Also gehen wir mal auf die nächste Seite. Wieso denn nun 84%? Das war damals mein Aha-Moment. Da habe ich es dann endlich mal verstanden. So, jetzt geht's los. Jetzt hänge ich natürlich wieder mit meinem Bild hier in der falschen Seite, aber ist egal. Ich kann es nicht mehr wegschieben, weil die Aufnahme schon läuft. Also, es ist ja so, zu 68% bleiben wir innerhalb des Bereichs von 180 bis 120 US-Dollar bei unserer 100-Dollar-Aktie, die 20% im Jahr schwankt. Und wenn wir zu 68% hier in diesem Bereich, ich male den nochmal ein, das ist die erste Standardabweichung, alles was hier in diesem Feld ist, ne? Also müsste hier 3, 2, hier würde jetzt eine 1 stehen, ich mache es mal hier oben hin. Also Standardabweichung nach unten und Standardabweichung nach oben mache ich mal mit einem Minus und mit einem Plus, was auch immer das jetzt hier ist. So, jetzt ist es fast ein Minus. Also wenn wir zu 68% uns in diesem Feld bewegen, in dieser ersten Standardabweichung und alles von hier bis hier hinten, das ist die andere 3, sind 100%,
Dann müssen ja 100 minus 68%, wir machen jetzt mal die Kommazahl hier mal weg, bleiben ja nur noch 32 übrig. Also läuft der Kurs zu 32% aus der Standardabweichung raus. Entweder läuft er nach hier raus oder er läuft nach hier raus. Gelle? So, jetzt werdet ihr sagen, ja, 84%, wir machen nochmal hier zurück. Wenn wir zu 84% Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn wir eine 84%ige Gewinnwahrscheinlichkeit haben, dann können wir ja nur eine 16%ige Verlustwahrscheinlichkeit haben. Wieso erzählt ihr uns jetzt was von 32% hier? Das ist ganz einfach. Da wir ja im Beispiel oben, ich lese es mal ab, sonst verzettel ich mich noch hinterher, da wir ja im Beispiel oben nur in eine Richtung handeln, wir können ja in dem Fall, wir können natürlich auch in zwei Richtungen handeln, aber es kann ja nur. Der Kurs kann nur nach links oder nach rechts rausgehen. Ne? Wir handeln Short Put, wir gehen von steigenden Preisen aus. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, im Geld zu laufen, dem ja demnach 16%, nicht 32. Wir gehen nach links, also wir fallen. Hier geht der Kurs nach unten und hier geht der Kurs nach oben von der Mittellinie. Hier sind unsere, was hatten wir für einen Wert? 100 Dollar. So, jetzt handeln wir in Short Put und hier ist die erste Standardabweichung. Ne? Wenn wir hier rauskommen, wie ich hier schon in dem Fall drin hatte. Die Wahrscheinlichkeit kann ja nur 16% sein. Insgesamt sind 32, dass der Kurs der Aktie allgemein nach außen laufen kann, weil da 68% drin ist. 32 kann auch rausgehen. Aber in eine Richtung bleibt ja logischerweise nur 16% übrig. Und rein zufällig liegt natürlich an dieser ersten Standardabweichung gleichzeitig auch das Delta 16. Also an der ersten, also eine erste Standardabweichung ist immer Delta 16. Seht ihr in der Optionskette auch. Da habt ihr bei der TWS ja hier so farblich markiert. Ich weiß gar nicht, dunkelblau ist, glaube ich, die erste Standardabweichung, mittelblau ist die zweite, hellblau ist die dritte oder irgendwie so. Also in der ersten Standardabweichung liegen wir immer an Delta 16. Und demnach haben wir auch immer nur diese 16% Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einem Short Put jetzt den Trade verlieren können. Zu 84% gewinnen wir den dann, weil 100 minus 84, da bleiben halt die 16 oder 100 minus 16 sind 84, wir können es drehen, wie wir wollen. Ja, und dann kommt hier die große Erinnerung, die wir ganz vorne auf der ersten Seite hatten. Merke, dass Delta ja auch gleich Wahrscheinlichkeit ist. Ne? Und dann kam ja noch Richtungsgeber dazu, aber das allererste war oben, der erste Punkt war Wahrscheinlichkeit. Seht ihr auf der ersten Folie oder auf der zweiten Folie, wo wir angefangen haben halt. Ne? Und das ist das ganze Geheimnis am Ende und also super einfach, wenn man weiß, wie es geht. Tja, Freunde, eigentlich war es das jetzt an dieser Stelle. Jetzt kommt gleich nur noch eine Folie kommt noch. Ich hoffe, das habt ihr hier verstanden. Wichtigstes Thema eigentlich, weil das war echt mein persönlicher Aha-Moment, dass ich endlich mal geschnackelt habe, was das mit diesem Delta 16 überhaupt auf sich hat. Dass ich zu 68% in der Standardabweichung bin, das wusste ich, aber ich bin nie auf diese 16% gekommen. Vielleicht war ich ja nur zu blöde, aber wenn ich zu 68% in der Standardabweichung bin, dann kann ich ja nur noch zu 32 nach außen laufen. Und wenn ich jetzt meinetwegen einen Put handle, ich halt mache jetzt einen Call, dann bleibt mir jetzt zu einer Seite nur 16% übrig und die zweite Seite auch 16, was dann wieder diese 32 ergibt, die außerhalb von den 68 liegen, um auf 100% überhaupt zu kommen, insgesamt. Über alles, ne? Von der dritten bis zur dritten quasi. Also von ganz links nach ganz rechts in der Glocke sind ja 100%. So, jetzt habe ich es, glaube ich, 47 Mal wiederholt und jetzt habt ihr es verstanden. Ich gehe jetzt einfach davon aus. Ansonsten fragt ihr mich einfach. So, jetzt müssen wir noch ein Thema ansprechen. Ganz kurz, das hätte ich fast vergessen, ist aber trotzdem wichtig. Die Standard-Normalverteilung hat ja auch Ausreißer. Das sind sogenannte Fat Tails. Somit sind Aktien eigentlich im Grunde gar nicht 100% Standard-Normal verteilt. Am Ende sind es aber trotzdem wieder, weil wir eigentlich immer nur mit Wahrscheinlichkeiten handeln und wir haben halt einfach nichts Besseres als unsere gaußsche Glockenform und unsere Standardabweichung. Ja, steht auch hier, das ist kurz und knapp das Beste, was wir zum Arbeiten haben. Ja, was sind denn jetzt diese Fat Tails? Sind einfach unerwartete Ereignisse, wie beispielsweise letztes Jahr Corona-Crash. Kein Mensch hat das Ding kommen sehen mit diesem Supervirus aus Wuhan und ja, oder morgen schmeißt einer eine Bombe und schon passiert irgendein
Ereignis, was nicht mehr, was aus der, ja, jetzt hänge ich wieder hier, wieder im Weg rum, was außerhalb von unseren, wo die Ergebnisse außerhalb unserer Standard-Normalverteilung eigentlich liegen und sie deswegen eigentlich so gesehen gar nicht wirklich 100% Standard-Normalverteilt ist. Aber wie gesagt, wir haben nichts anderes und müssen damit arbeiten und am Ende funktioniert es ja auch, ne? Wenn wir jetzt meinetwegen, wir haben jetzt hier einen Crash, dann fliegen wir ja mit unserer Aktie nicht hier mal auf Delta, auf die erste Standardabweichung, sondern hier hinten raus, dass die Wahrscheinlichkeiten sind viel höher als, ja, hier da 2,5 oder 5, irgendwas Prozent von der zweiten bis zur dritten Standardabweichung. Wir krachen ja richtig exorbitant nach unten, haben wir ja letztes Jahr gesehen. Und deswegen, dadurch, dass wir hier diese kleinen Spikes hier sollen das halt darstellen, dass es eben eigentlich nicht standardnormal verteilt ist. Nach der Standardnormalverteilung hätten wir auch viel weniger Crash, weil ich glaube, weiß ich gar nicht, alle 1000 Jahre dürften wir da statistisch ja nun Crash haben. Ja, und wir haben ja schon 87, 1929, 2020, das sind ja alleine schon drei, die schon wieder hier diese Fat-Tails ausmachen. So, und die Quintessenz aus der ganzen Folie ist jetzt, wir müssen irgendwas tun, damit uns genau diese Fat-Tails nicht das Konto ruinieren. So, da sind wir wie bei dem Thema, alle handeln aktuell Short Puts, der Markt geht nach oben, der Markt geht nach oben, der Markt geht bis Dezember wahrscheinlich noch nach oben. Ich baue meine Hedges allerdings schon aus, ob ich die brauchen kann, weiß ich nicht. Aber wir wissen auch, wenn so ein Fat-Tail kommt, kann das ganz mächtig böse wehtun und irgendwann kommt 100.000%ig wieder eins. So, ja, das ist eigentlich, so steht fest wie das Amen in der Kirche. Und da sind wir dann beim Stichwort Risikomanagement. Ne? Margin beachten, nicht hier 70% reinballern. Hauptsache Prämie, Prämie, Prämie. Sonst kommt irgendwann euer Fettail und dann ist die Prämie weg und noch ein bisschen mehr. Exit-Regeln, 200%-Regel, 100%-Regel, wie ihr wollt. Hedging, ganz großes Thema. Können wir auch mal, wobei da gibt es ja auch richtige Coaches, die euch das in stundenlanger Kleinstarbeit beibringen. Wir können mal so ein Mini-Hedge machen. Es gibt ja auch Mini-Hedges, um mal ein bisschen anders als Short-Puts auf Aktien zu handeln, wo ich dann trotzdem mal andersrum gepolt bin, wollte ich schon sagen. Und ohne dass uns der Olaf da großartig was kann. Können wir auch noch mal besprechen. Also ganz wichtig, großes Ausrufezeichen. Achtet auf eure Fat-Tails, ja, nicht auf eure Fat-Tails, aber wenn die Dinger mal kommen, befasst euch echt mit Risikomanagement, Margin, Exit-Regeln und so weiter. Ich kenne jemanden, den habe ich letztes Jahr nach Corona kennengelernt, der hatte einen großen Finanzblog, ich nenne den Namen nicht, was hat er immer gemacht? Der hat locker seine 50, 60, 100. Ja, so an die 100% mit, sag mal, mit Stillhalterprämien gemacht. Und dann kam der Crash und er war komplett tot. Der hat sich komplett aus dem Internet verabschiedet mittlerweile, macht nichts mehr öffentlich, will auch irgendwie mit der Welt nichts mehr zu tun haben, habe ich das Gefühl. Und ja, der hat mir am Ende am Telefon fast schon unter Tränen erzählt, er wusste gar nicht, wie das mit der Margin funktioniert. Er hat halt wirklich nur Putz rausgeballert, was die Welt hergibt. Und dann kam Corona und wir hatten hier unsere kleinen Fat-Tails und die waren dann so fett, dass das Konto hinüber war. Er mehr oder weniger auch. Und deswegen ist die Seite fast schon die wichtigste, nachdem ihr das davor alles verstanden habt. Und ja, so, ich muss zum Ende kommen. Wir sind bei 33 Minuten. Ach du lieber Gott, nee. Der Sohnemann hat Hunger. Ja, liebe Leute, ich hoffe inständig, ich konnte es euch ein bisschen beibringen oder was heißt beibringen. Diejenigen von euch, die es noch nicht wussten, wie das funktioniert, dass ihr es jetzt begriffen habt. Und ansonsten schreibt es einfach unten rein. Ich erkläre es auch gerne noch zum 100. Mal und es ist überhaupt kein Problem, wenn das immer noch nicht kapiert hat oder ich es irgendwie blöd erklärt habe und ihr es deswegen nicht könnt oder nicht hundertprozentig verstanden habt. Aber kriegen wir hin, gar keine Frage. Ja, wäre super, wenn ich jetzt keine Negativ-Likes kriege, sondern total tolle. Und wenn ihr das ein oder andere Abo da lasst, würde ich mich super freuen. Was wir nächste Woche machen, weiß ich noch nicht. Ich wollte auch mal so ein Fragen- und Antwort-Video machen.
indem ihr mir einfach irgendwelche Fragen stellt, was euch schon immer auf der Seele gelegen hat. Das kann auch privat sein oder was hast du vorher gemacht oder was isst du zum Mittag oder natürlich so gut wie es geht, Optionstrades oder es kann auch Scalping sein, was auch immer. Oder zu Futures oder Optionen oder Aktien oder irgendwas. Und da wollte ich mir mal so die 5, 6, 7 bis 10 am meisten oder interessantesten Fragen raussuchen. Und wollte die einfach mal ganz entspannt, indem ich in meinem Stuhl hier liege, beantworten. Könnte man ja vielleicht auch mal machen. Könnte man ja gerne mal was dazu schreiben. Was ihr einfach mal so eine Frage, was ihr gerne wissen wollt. Ich habe natürlich noch genug Themen. Hier stehen noch, hier steht alleine hier alles voll. Immer mal kriege ich Anregungen von euch, wofür ich echt dankbar bin, weil manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen, nicht mit Themen. Ja, und dann würde ich sagen, gesegneten Feierabend an alle. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche und bleibt sauber und habt noch eine tolle Woche, verdient ein bisschen Geld und ich hoffe trotzdem, dass die Korrektur irgendwann kommt, weil ich muss echt Aktien einkaufen. Sonst wird das nichts mit meiner Auswanderung hier und von Dividendenleben und Trading alleine. Nein, wird schon, ne? Also, alles Gute für euch, Freunde. Bis bald und bye bye.